Die meisten Insider werden es sicherlich schon mitbekommen haben. Am 23. Juni geht das neue PlayStation Plus online. Was das genau zu bedeuten hat und wie sich diese Änderungen auf euer bestehendes Abo auswirken, erklären wir euch natürlich zeitnah in einem Video auf unserem Kanal. Grob zusammengefasst werden PlayStation Plus und PlayStation Now miteinander verschmolzen und das heißt für euch in erster Linie, dass ihr euch künftig vor lauter Games kaum retten könnt. In diesem Video stellen wir euch eine Auswahl des kommenden PlayStation Plus Extra-Katalogs vor und so viel sei an dieser Stelle schon verraten, es ist wirklich für alle was dabei. Mit Uncharted The Nathan Drake Collection, Uncharted 4 und Uncharted The Lost Legacy stehen euch bald alle Abenteuer von, mit und rund um Nathan und Sully zur Verfügung. Es gibt halt einfach niemanden, der die Bedeutung des Wortes Abenteuer so sehr verkörpert wie unsere beiden Lieblingsdiebe. Oder kennt ihr sonst irgendwen, der so viele Schießereien durchgemacht hat, auf Flugzeugen, Zügen, brennenden Schiffen und Dächern rumklettert und sich trotzdem immer wieder mit einem dicken Grinsen im Gesicht auf die Suche nach dem nächsten Schatz macht? Ja, eben. Wir auch nicht. Darum freut es uns gleich doppelt, bald die ganze Geschichte von Beginn an nochmal erleben zu können. Auch wenn es natürlich Geileres gibt, als alleine durch die Wüste zu laufen oder angeschossen zu werden. Zum Beispiel durch die Wüste reiten und angeschossen werden. Ja, gut, okay, vielleicht nicht das beste Beispiel, aber wenn wir euch schon den neuen PlayStation Plus Katalog vorstellen, können wir ja schlecht Red Dead Redemption 2 unter den Tisch fallen lassen. Und außerdem gibt es im Western-Epos von Rockstar Games ja auch nicht nur Wüste, sondern auch eisige Berglandschaften, Industriestädte, Baumwollfelder und Saloons, in denen der wilde, abenteuerliche Westen auch noch wirklich wild und abenteuerlich ist. Dabei ist die größte Errungenschaft des Spiels unserer Ansicht nach die nahezu unendlich große Open World, die euch immer wieder überrascht, fesselt und fasziniert. Ganz einfach, weil sie so lebendig ist. Es passiert immer und überall was, das euch bei der Stange hält. Mal ganz abgesehen davon, dass der Ku Klux Klan wohl noch nie so herrlich verarscht wurde wie hier. Mindestens genauso gut in Sachen Verarsche sind die Creator von South Park The Fractured But Whole. Das wird für all diejenigen, die den Vorgänger The Stick of Truth gezockt haben oder die Serie kennen, absolut nichts Neues sein, aber hier legen Trey Parker und Ubisoft im Vergleich dann doch nochmal einen drauf. Ich kann ein Kind keine 2 Minuten in einen dunklen Raum stecken, ohne dass ihr Wichser auftaucht. Dabei sticht neben dem gewohnt zynischen Humor, der schon beim Titel des Spiels losgeht, vor allem das überarbeitete Kampfsystem ins Auge. Hier ist die Positionierung eurer Charaktere ebenso wichtig wie die Auswahl der Fähigkeiten und Attacken, die ihr auf eure Gegner loslasst. Außerdem könnt ihr auf verschiedene Items und mächtige Ultimates zurückgreifen, die euch das rundenbasierte Kampfgeschehen erleichtern und auch dieses Abenteuer heil überstehen lassen. Für alle South Park-Fans ist The Fractured But Whole ein absolutes Muss, weil es den Humor und das ganze Feeling der Serie perfekt einfängt, aber auch Freunde von rundenbasierten Strategiespielen sollten hier dringlichst mal reinschauen. Wer nach diesem Trainer jetzt ein klassisches Sportspiel erwartet hat, der wird sich wohl noch ein bisschen gedulden müssen, denn wie könnten wir jetzt nach so einer Einleitung besser starten als mit dem 11. Teil der Mortal Kombat-Reihe? Hier seid ihr nämlich zwar irgendwie im Bereich Kampfsport unterwegs, aber im Grunde ausschließlich darauf aus, eure Widersacher in mundgerechte Häppchen zu teilen. So ein Sieg macht ohne Demütigung ja auch nur halb so viel Spaß, wenn man mal ganz ehrlich ist, und solange das nur auf virtueller Ebene passiert, muss man ja jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Darum stehen euch hier auf PS4 und PS5 neben verruchten Videospiel-Ikonen wie Sub-Zero und Scorpion auch andere altbekannte Krieger sowie eine Handvoll neuer Charaktere zur Verfügung, mit denen ihr unzählige Fatalities, Brutalities und sonstige Finishing Moves ausführen könnt, um eure Dominanz zu zeigen. Damit all das nicht langweilig wird, bietet Mortal Kombat 11 darüber hinaus diverse Spielmodi für die heimische Single- und Multiplayer-Action. Und ja, wer jetzt nicht zuschlägt, ist selber schuld. Weniger brutal, aber zum Teil ähnlich ruppig geht es dann in NBA 2K22 zur Sache. Noch nie habt ihr so realistisch um den Ball gefochten wie im neuesten Basketballspiel aus dem Hause 2K Sports. Zwar erfindet auch der aktuellste Ableger der Reihe das Rad in Sachen Gameplay jetzt nicht völlig neu, aber es sind sich zumindest nahezu alle darüber einig, dass NBA 2K22 besser ist als all seine Vorgänger und mehr kann man ja jetzt von einer fortlaufenden Videospielserie auch wirklich nicht erwarten. Das scheinen auch sämtliche Spieler so zu sehen, ansonsten hätte sich das Game weltweit wohl nicht über 10 Millionen Mal verkauft. Da kann man schon mal klatschen oder zumindest dankend, pun intended, reinschnuppern, wenn es im Angebot von PlayStation Plus enthalten ist, oder? Wem NBA 2K22 jetzt zu realistisch oder zu langsam ist, der sollte zukünftig vielleicht mal in The Crew 2 reinschnuppern. Im Arcade Racer von Ubisoft heizt ihr nämlich in allerhand Autos, Motorrädern, Flugzeugen und Booten quer durch die USA und nehmt dann an verschiedenen Rennevents teil, um Follower zu bekommen und eure Popularität zu erhöhen. Dadurch schaltet ihr dann nach und nach neue Rennevents frei und werdet hoffentlich schon bald zum erfolgreichsten Raser aller Zeiten. Dabei könnt ihr in dieser riesigen Open World jederzeit zwischen den 3 Fortbewegungsmethoden wechseln und ja, das bedeutet wirklich zu jeder Zeit.
Ihr merkt schon, mit Rennsport hat das im eigentlichen Sinne wirklich wenig zu tun und auf Sinnhaftigkeit und Realismus ist an dieser Stelle auch völlig gepfiffen. Aber das hat uns bei anderen Arcade-Racern wie Need for Speed oder Split Second ja auch nie gestört, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Es muss ja schließlich nicht immer Gran Turismo 7 ohne Fahrhilfen sein. Vor allem dann nicht, wenn man alleine oder mit Freunden im Online-Modus einfach nur mal ganz ohne Rücksicht auf Verluste freidrehen will. Ein weiteres Highlight, das wir euch an dieser Stelle natürlich nicht vorenthalten wollen, ist das Samurai-Game Ghosts of Tsushima. Das steht für euch bald sogar als Director's Cut bereit und bietet im Vergleich zur Standard-Edition weitere Multiplayer-Spielmodi, die Insel Aiki-Erweiterung und weitere Extras. Ihr befindet euch im feudalen Japan und schlüpft dort in die Rolle des Samurais Jin. Um genauer zu sein, geht sogar zurück bis ins Jahr 1274, als die japanische Insel Tsushima von den Mongolen angegriffen wurde. Ihr überlebt den Überfall nur knapp und nun müsst ihr einsehen, dass ihr den Kampf mit den traditionellen Kampfmethoden der Samurai nicht gewinnen könnt. Also geht's für euch ab in den bewaffneten Untergrund, um den Mongolen als Guerillakämpfer richtig eins auszuwischen. Für eure Jagd nach Bösewichten stehen euch etliche Möglichkeiten und Taktiken in einer riesigen Open World zur Verfügung. Also entscheidet ihr im Grunde selbst, ob ihr auf direkte Konfrontationen und blutige Schwertkämpfe setzen möchtet oder eure Gegner lieber im Stealth-Modus ausschaltet. Hauptsache, ihr schaltet sie halt aus. Das Kampfsystem erinnert dabei ein bisschen an eine Mischung aus den Batman Arkham-Spielen und From Software's Samurai-Herausforderung Sekiro. Wo wir gerade schon beim Thema waren. Na 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 Batman! Batman, der dunkle Rächer Gothams, ist mit Arkham Knight ebenfalls im Angebot vertreten. Die wohl größte Neuerung im mittlerweile vierten Ableger der beliebten Arkham-Reihe ist das Batmobil, mit dem ihr euch durch zwielichtige Gassen mäht und die verbrecherische Unterwelt in Angst und Schrecken versetzt. Kein Wunder. Das Batmobil ist literally ein Panzer. Da hätten wir als Verbrecher dann zugegebenermaßen auch echt Angst. Abseits davon bleibt allerdings vieles beim Altbewährten, sodass ihr euch auch hier wieder auf ein spaßig-arcadiges Kampfsystem und jede Menge Bösewichte aus dem DC-Universum freuen könnt. Unter anderem begegnen euch Pinguin, Two-Face, Poison Ivy, Harley Quinn, Riddler, Firefly, Deathstroke und natürlich der namensgebende Arkham Knight, der hier tatsächlich sein Debüt feiert. Um sie zu schlagen, lernt ihr dann im Verlauf der Story neue Kombos, schaltet daraufhin neue Story- und Nebenmissionen frei und werdet zu einem immer bedrohlicheren Schrecken, der die Nacht durchflattert. Wie in den Vorgängern seid ihr aber natürlich auch ein meisterhafter Detektiv, der sich diverse Gadgets zunutze macht und schlussendlich nicht bloß irgendein schwarz gekleideter, panzerfahrender Hau drauf. Im nächsten Titel, den wir euch heute vorstellen wollen, seid ihr zwar kein Detektiv, könnt aber trotzdem einigen Rätseln auf den Grund gehen und allerlei Geheimnisse entdecken. Bloodborne entführt euch nämlich in die albtraumhafte Welt Janims, wo ihr als Hunter gegen ebenso albtraumhafte Kreaturen kämpft und euch Bossen stellt, die so auch ohne weiteres aus einer Geschichte von H.P. Lovecraft stammen könnten. In alter From Software-Manier werdet ihr dabei wieder vor etliche Herausforderungen gestellt, die sich oftmals nur mit viel Geduld, Geschick und unzähligen Versuchen meistern lassen. Ihr kennt das. You died, you died, you died. Aber wenn ihr euch davon nicht runterziehen lasst und Durchhaltevermögen zeigt, werdet ihr hier ebenso belohnt wie in allen anderen Spielen der japanischen Entwickler, die im Jahr 2009 mit Demon's Souls mal ebenso das RPG-Game völlig revolutioniert haben. Für PS5-Besitzer gibt es das Remake von Demon's Souls übrigens auch im neuen PlayStation Plus-Katalog. Und wenn wir hier schon mal Name-Dropping betreiben, auf folgende Spiele könnt ihr euch auch noch freuen. The wait is over. Let's begin. Animation, Assassin's Creed Valhalla, City Skylines, Concrete Genie, Days Gone, Dead Nation, Death Stranding, Destruction All Stars, Everybody's Gone, For Honor, God of War, Gravity Rush 2, Gravity Rush Remastered, Hollow Knight, Horizon Zero Dawn, Infamous First Light, Infamous Second Son, Nier, Little Big Planet 3, Loco Roco 1 and 2 Remastered, Metaphor, Medieval, Catapult 1 and 2 Remastered, Resident Evil, Resogun, Returnal, Shadow of the Colossus, Soul Calibur 6, Tearaway Unfolded, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Until Dawn Wipeout. Und selbst das war lediglich eine Auswahl. Was meint ihr, was passieren würde, wenn wir euch hier jetzt auch noch den kommenden Klassiker-Katalog vorstellen würden? Dann säßen wir noch nächste Woche hier. Wie genau das neue PlayStation Plus jetzt aber funktioniert, erfahrt ihr dann, wie eingangs erwähnt, pünktlich zum Launch von uns. Jetzt seid ihr aber erstmal dran, Insider. Was sagt ihr zum bald erscheinenden Spielekatalog und worauf freut ihr euch eigentlich am meisten? Schreibt uns eure Meinung gerne mal in die Kommentare und vergesst nicht Abo und Glocke, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Wir sagen Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Video.